Hallo. Ich bin weit angereist, ich komme aus dem Süden. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Ja, ich stehe nicht nur auf Bühnen herum, ich habe auch einen ordentlichen Beruf. Ich bin Poesiepädagogin. Und dieser Job ist nur halb so kuschelig, wie er klingt. Wenn ich zum Beispiel Schreibprojekte an Grundschulen leite, sind die Kinder immer vor allem an meinen Skills interessiert. Und sobald sich dann herausstellt, dass ich, obwohl des Dichtens und Rappens mächtig, weder Breakdance noch eine andere Kampfsportart beherrsche, ist die Enttäuschung groß. Sehr groß. Ich zitiere: So ein Scheiß, ich mach nicht mehr mit. Getreu dem Motto: Irgendwas muss die Alte doch drauf haben. Versuchen Sie mir dann mit den existenziellen Fragen 6- bis 9-Jähriger den Rest zu geben. Frau Harms, warum leben wir? Was ist das, Leben? Ja, da bleibt mir dann nichts anderes übrig, als nur zur Beantwortung dieser Frage eine außerordentliche Sitzung einzuberufen, Anwesende, eine elitäre Gruppe jener gefragten Ratgeber und betagten Schulstreber, die seit jeher vorgeben, das Leben in Ursache und Wirkung zu kennen und sich deshalb in ihren Disziplinen Experten nennen. Es meldet sich zuerst zu Wort die Biologie. Noch Erde unter den Nägeln und schmutzige Knie. Zunächst einmal ist Leben der Zustand, der alle Lebewesen eint. Womit man selbstverständlich jene Wesen meint, die nicht aus toter Materie bestehen und häufig zum Zwecke der späteren Paarung mit ihresgleichen einen trinken gehen. Ihre Reproduktion ist eine gewagte Mischung aus Copy and Paste und Zufallsprinzip, gesteuert von Arterhaltung und Fortpflanzungstrieb. Egal ob Katze, Mensch oder Joghurtkultur, alles gehorcht den Gesetzen der Natur. Diachron betrachtet, nennt sich der Spaß Evolution. Und es war ein weiter Weg von bis Fick dich, du Hurensohn. Seinen Ursprung nahm das große Ganze im Eisprung des Alls, der aufgescheuchten Materie eines monumentalen ersten Knalls. Nee, sorry. Ich weiß, es ist unhöflich, Ihren Vortrag zu unterbrechen, doch spätestens jetzt muss ich Ihnen entschieden widersprechen. Urknall, wenn ich das schon höre. Und woran ich mich besonders störe, wir wurden von Beginn an nach dem Ebenbild Gottes erschaffen, nicht als sich lausende durch den Dschungel sausende Urwaldaffen. Und wenn Sie mir nicht glauben, hier, das Buch der Bücher. Wirklich abgefahren. Ein Sammelband der Wahrheit, das Best of Bibel, Tora, Pali, Kanon, Upanishaden und Koran. Wie bitte? Das Buch der Bücher sind die Buddenbrooks. Das Leben ist vielleicht auch ein Buch, aber ein schlechtes. Sehr trivial. Ganz und gar kein literarisches Vermächtnis. Der Handlungsstrang und die Figurenkonstellation sind eine Frechheit. Eine Zumutung für jedes Lesewesen. Reine Zeitverschwendung ist zu lesen. Mir persönlich fehlen auch die Überraschungsmomente. Oder sagen Sie sich noch, oh hoppla, der Mensch stirbt am Lebensende. Also meine Mama sagt immer, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Ach, halten Sie die Klappe! Ich weiß gar nicht, weswegen Sie sich so erregen gestatten, Philosophie. Ich weiß, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts und weiß dadurch mehr als die meisten und sehe den Tunnel am Ende des Lichts. Mehr Durchblick konnte sich auch Sokrates nicht leisten. Die Sache ist klar. Wir sind nur deshalb hier, weil wir uns fragen, warum wir existieren. Ich denke, also bin ich. Klingt doch irgendwie sinnig. Soll das heißen, unser Ursprung war kein Knall, Bumm, Peng, sondern ein kollektiver Gedankengang, Peng? Seien Sie mir nicht böse, aber es erschließt sich mir nur schwer. Wo kamen denn bitte die Gehirne alle her? Nein, darum geht es nicht. Das ist ein Existenzbeweis, ein kleiner Trick, denn... Ach, Beweis! Alternativ können die dich auch einfach zwicken. Mir reicht's. Darf denn jeder seinen Senf abgeben? Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ach, halten Sie die Klappe! Mit jeder Wortmeldung sinkt das kommunikative Niveau. Der eine kennt die Wahrheit und der andere sowieso. Und ich schaue mir den ganzen Zirkus an und denke... Die gehen mir auf den Geist. Diese ganze Diskussion dreht sich völlig im Kreis und für mich bleibt das Leben, trotz aller Lösungsvorschläge, ein ewiges Rätsel. Eine alles umschlingende, in sich verwrungene Möbius-Brezel. Wie eine Nachtüberlandfahrt, ohne Anfang und ohne Ende, wie zwei in Fingerachterbahnfahrt verknotete Hände, die das Gehirn nicht mehr unter Kontrolle hat.
Traust du nur deinen Augen. Setz Illusion durch Schachmatt. Probier das mal. Und jetzt deutet der Nachbar, ohne ihn zu berühren, auf einen Finger. Wenn du den richtigen bewegst, lindert das sicher nicht sämtliche Sinnfindungsleiden, aber du kannst immerhin, selbst wenn deine Welt Kopf steht, zwischen links und rechts unterscheiden.